Fußball 2000. Die Eintracht gewinnt 3:2 beim VfB Stuttgart. Ich freue mich sehr. Mal gucken, wie es die anderen sehen. Patricia, wie ist dein Gefühl nach diesem Sieg? Ja, gemischt, würde ich sagen. Ich bin ganz froh, dass die Eintracht es geschafft hat, die 3 Punkte mitzunehmen. Es gibt ja so Spiele, in denen das eben nicht so ausgeht und man dann irgendwie wieder mit gar nichts am Ende dasteht. Aber letztendlich die Leistung war so ein bisschen, was das Ganze gedämpft hat. Also ich hätte mir ein schöneres Spiel erhofft und auch gegen den Gegner. Also Stuttgart war ja auch nicht besonders gut in dem Spiel. Also ich fand, beide Mannschaften haben so da so ein bisschen rumgehangen auf dem Platz und wussten nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Und fand ich schwierig. Hätte mir gewünscht, dass die Eintracht das auch mehr ausnutzt, weil wir ja wissen, dass sie es kann. Klar, es gab Ausfälle und so weiter und so fort, werden wir alles nochmal genauer jetzt besprechen. Aber Gefühlslage, wie gesagt, gemischt. Leistung, so lala. Ergebnis, vollkommen in Ordnung dann. Ergebnis vollkommen in Ordnung, du sagst vollkommen richtig. 3 Punkte, die ersten 3 Punkte in der Rückrunde, also der erste Sieg in der Rückrunde, ganz wichtig. Wir waren trotzdem, trotz allem, muss man sagen, mal nicht der trottelige Kellner, der andere wieder aufbaut. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Aber Reich, es ist ja tatsächlich so, mein Lieber, man hat schon gemerkt, was los? Warum lacht ihr? Ja, wir haben auch einen Vornamen, ne? Stefan! Noch einmal. So, Stefan. Ja, ich sehe das hier die ganze Zeit. Stefan, die Sache ist ja so, trotzdem haben wir gemerkt, das Fehlpass-Festival bei den Stuttgartern hat auch uns ein wenig angesteckt. Ne? Also ich sag mal so, ich bin eigentlich ganz zufrieden und das liegt vor allem daran, dass das jetzt so ein klassisches Spiel war, wo du eigentlich weißt, beim 2:2 in der 70. oder so, dass du das safe noch aus der Hand gibst. Das war so, ich hätte zu Hause sofort Geld draufgesetzt. Das ist nicht so gekommen und das ist eigentlich ganz geil, weil wenn man jetzt die ersten 3 Spiele des Jahres sieht, ne, die sind ja genau so gelaufen. Du hast eigentlich teilweise ganz gute Spiele gemacht so und dann gibst du die Dinger aber aus der Hand. Und ich war mir ziemlich sicher am Samstag, dass das exakt so läuft. Und dann hast du 4 Spiele im Jahr 2022 ohne Sieg. Und dass sie das noch holen, ist wirklich ein Sieg der Moral. Ne? Jetzt hast du wieder, dockst oben wieder an so, ne? Und ja. Kannst mal gucken, was geht. Dass das jetzt nicht spielerisch irgendwie Mokasane war, 90 Minuten, das ist auch klar. Ne? Aber du fährst da halt auch hin, Stuttgart will nichts, kann nichts, ne? Keine Ahnung, lässt sich da ein bisschen anstecken. Ich hab da jetzt keine Lust, irgendwie rumzugranteln von wegen, da musst du irgendwie, die musst du 4-1, 5-1 nach Hause schicken, musst du eigentlich und so, klar. Aber auch in der gegenwärtigen Eintrittssituation völlig in Ordnung so. Du sagst jetzt völlig in Ordnung. Ich habe aber in dem Chat, in dem wir beide sind, habe ich schon gehört, dass du wenig zufrieden warst. Ja, gut, also jetzt ein bisschen emotional natürlich während des Spiels. Ja, ich muss das jetzt hier mal liegen. Jetzt kommt der fröhliche Stefan wieder durch. Aber die Realität ist auch, dass Basti und ich, wir haben zusammengeguckt und haben uns tatsächlich schon ein wenig gegenseitig nicht angezickt, aber wir waren schon sauer, weil wir gemerkt haben, 1:0, 1:1, 2:1, 2:2. Man merkt immer wieder, dass die Eintracht es viel zu schwer hatte und sich sehr viel zu schwer gemacht hat. Denn ehrlich gesagt war es so, die Stuttgarter haben uns doch eingeladen bei dieser Schwäche, Basti. Ja, es war, wie ich es in der ersten Reaktion schon gesagt habe, ein groteskes Spiel. Also ja. Da haben sich 10 abgespielt, die man lange in Bundesligaspielen nicht so gesehen hat, weil das halt eigentlich Profifußball ist. So ein bisschen Sunday League-Vibes hat es gehabt, so von wegen, der eine oder andere war irgendwie gestern noch auf dem Geburtstag und ist dann nicht ganz so wach gewesen. Also es war ein groteskes Szenen, aber ich muss sagen, mit einem bisschen Abstand von dem Spiel tendiere ich eher in Richtung Stefan. Mhm. Zu denken, ganz im Ernst, wir sind da wieder ohne Kostic hingefahren. Wir hatten Kamada nicht dabei. Und wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, wie harmlos wir dann sein können, wenn wir 2 Defensive auf den Außen haben. Das heißt, du konntest ja dann in Augsburg zum Beispiel nicht diese Power entwickeln. Das hat sich ja hier geändert. Das heißt, ich glaube, die Ansprüche muss ich selber runterschrauben, um dann mit so einem Spiel in der Situation, in der wir gerade sind, zufrieden zu sein. Weil wir es ja gesagt haben, die zweite Decke ist nicht warm bei der Eintracht. Und wenn du trotzdem die Nacht überlebst, um in dem Bild zu bleiben, da muss man, glaube ich, zufrieden sein. Auch wenn natürlich hier Patricia und du auch mal, wenn das richtig angesprochen habt, gegen so einen Gegner, und da bleibe ich auch dabei, und die Emotionen hatte ich safe an dem Tag und auch noch einen Tag später. Ganz im Ernst, die musst du, und das ist nicht übertrieben, wenn du ein wacher Gegner, ich glaube, Jonas Friedrich hat das auch im Fernsehen, also der Kommentator hat das auch gesagt, normaler Gegner, der einigermaßen in der Spur ist,
Der misshandelt Stuttgart an den Tag. Ja, und das ist auch so gewesen, aber wahrscheinlich sind wir halt momentan auch nicht in der Lage, weil wir diese Probleme aus den letzten Wochen mitgeschleppt haben. Und wenn man das betrachtet, dann ist es wirklich so, dass wir uns zumindest wie in Teilen der Hinrunde auch wieder auf diese absolute Mentalität zurück verlassen können. Mhm. Super Wort, zurückverlassen. Dass die Eintracht dann halt das dann trotzdem gewinnt. Für mich hat es trotzdem Fürth-Vibes gehabt, aber wenn wir wissen alle, was nach dem Fürth-Spiel passiert ist, von daher bin ich zufrieden. Aber das ist echt ein guter Punkt, weil das Ding ist, ich meine, ohne Kostic und Kamada so, ne? Also guck dir mal die Offensive an. Das sind die beiden zentralen offensiven Spieler. Und dann hast du, ich glaube, So und Rode haben ein bisschen weiter vorne gespielt. Das ist jetzt nicht, also So ist ein geiler Kicker so, ne? Und Rode auch, aber es sind jetzt keine Spielmacher in dem Sinne. Oder wenn dann so ein bisschen zurückgelagerte. Auch ein geiles Wort, ne? Zurückgelagerte. Ihr merkt, liebe Leute, ihr merkt, schreibt mal in die Kommentare. Ist früh, auf jeden Fall. Welche neuen Worte? Genau, welche neuen Worte euch heute hier einfallen. Ihr merkt, es ist sehr früh, wir nehmen sehr früh auf. Und wir haben noch ein bisschen Wortfindungsstörung. Aber ich will ganz kurz was ergänzen zu Stefan, ganz kurz. Ja. Weil es ist ja, was du sagst. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, spielen wir in München? Habe ich irgendwas verpasst? So, die Eintracht mit Lindström und Boré und das war's. Und das ist halt das Ding, weißt du, ich meine, Lindström... Und dann, wenn du dann nach hinten gegangen bist, nur Defensive. Und dann ist halt Lindström... Genau. 3-6er und du spielst beim VfB Stuttgart und hast gedacht, Ja, du hast halt, da siehst du halt, okay, der Kader... Ich angezickt, Marvin, erinnert dich, sorry. Ja, ich sag mal so, der angezickt. Du, Glasner wird doch einen Plan haben, ich sehe, ich weiß es nicht, bla 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 bla. So, Was hat der einen Plan? Niemand! Ja, das ist halt das Ding, ne? Dann hast du halt Lindström da als Hoffnungsträger irgendwie in der Offensive, dass der halt, dass dem halt irgendwas einfällt. Ich meine, der Junge ist auch erst irgendwie, wie halt 21 oder so, der spielt ein halbes Jahr jetzt Bundesliga. Sagen wir mal so, das ist schon irgendwie eine sehr, sehr ersatzgeschwächte Eintracht gewesen und dafür nehme ich dieses 3-2 auf jeden Fall mit. Das sind drei Punkte, die dann irgendwann, das Spiel vergisst du komplett. Irgendwann am Ende hast du deine, keine Ahnung wie viele Punkte und vielleicht reicht's für einen Europacup so und da sind die Gold wert. Das wäre auch safe, irgendwie hätte das ein 2-2 oder ein 2-3 sein können. Wie sonst immer. Es hätte immer ein 2-2. Wir haben ja gesehen in den letzten Spielen, das wusste ich auch erst gar nicht und habe das dann auch hier bei Fußball 2000 in der Social Media gesehen, dann im Endeffekt, wo ich gesehen habe, okay, wir haben die ganzen letzten Spiele gegen den VfB nur unentschieden gespielt, dann ist das doch jetzt ein deutlicher Aufwärtstrend. Und Patricia, lass uns mal vielleicht über die ein oder anderen Spieler sprechen, die uns natürlich jetzt auch emotionalisiert haben und ganz klar, was ist deine Meinung zu Edin Rustić? Weil der kam rein und war ja maßgeblich daran beteiligt, dass das jetzt gut lief. Ja, also erstmal vielen Dank für die zwei Tore. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen. ich bin ganz froh, dass man so eine Option hat, die man so reinwerfen kann. Ich finde, das ist so ein Typ, der haut auch einfach aufs Tor drauf. Dem ist es egal, der hat das Selbstvertrauen. Der denkt sich, okay, komm, was gibt's zu verlieren? Er haut halt drauf. Wie man sieht, geht das auch manchmal gut. Gestern ging es sogar zweimal gut, vorgestern. Aber ja, also das muss man, glaube ich, so ein bisschen trennen. Ich fand, insgesamt hat er jetzt nicht die allerbeste Leistung gezeigt, hat aber auch der Rest der Mannschaft nicht. Aber dafür, dass er eben letztendlich der Gamechanger reinkam und die zwei Dinger da reingebrettert hat, alles gut, also von meiner Seite aus, der hat halt einen geilen Schuss so. Ja. Und ich finde auch, es ist direkt besser, wenn er weiter vorne spielt. Also der wurde ja auch in der Vergangenheit oft so als Sechser mit reingebracht. Guter Punkt. Das ist halt nicht seine Position. So, wenn du den irgendwie da als Zehner vorne noch mit reinwirfst, wo er halt defensiv nicht so viel Verantwortung hat, kann es sogar ganz gut laufen in manchen Partien. Vor allem, wenn halt eben so jemand wie Kamada fehlt. Von daher fand ich das eigentlich recht erfreulich, gestern zu sehen, ja. Ja, weil das ich finde. Vorgestern. Ja, weil das finde ich nämlich relevant, weil wir haben, bei uns kam oft in den Kommentaren, wir wissen ja, wir haben viele Rustić-Fans. Grüße an dieser Stelle, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Rustić geil findet. Und da war es tatsächlich so, dass ja sehr viele gesagt haben, Man of the Match. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine, er ist reingekommen, hat 4 Torschüsse gehabt, hat 2 Tore dann gemacht. Muss aber sagen, jetzt kommt wieder der Zauberer Marv, hat eine Zweikampfbilanz von 25%. Also da war er nicht so präsent. Auch sonst im Spiel gab es so ein paar Reibungspunkte, wo du gemerkt hast, das passt vielleicht nicht so hundertprozentig, aber der feine Schuss war halt da. Und deswegen frage ich mich, was machen wir jetzt mit dieser Personalie? Basti, hast du eine Idee? Was würdest du jetzt mit Rustić machen? Ist er der perfekte 12., 13. Mann? Ja, ich finde, Patricia hat es perfekt beschrieben, als sie gesagt hat, wenn Kamada halt nicht da ist, dann kann halt er spielen. So, es ist im Endeffekt ein Backup-Zehner. Für mich ist es auch so. Ich muss sagen, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu ihm, weil eigentlich würde ich sagen, so von der Grundstatik, die er in seinem Spiel hat,
reicht es meiner Meinung nach nicht für die Bundesliga. Dabei bleibe ich. So, aber sequenziell mit diesem Schuss, was Patricia gesagt hat, dieser Schuss ist halt eine Waffe in dem Moment. Das heißt, du hast im Asset bei ihm, wo wenn du irgendwie gegen tiefstehenden Gegner spielst, der dann irgendwie den Strafraum zumacht, dann hast du halt diesen Rückraum wie bei Stuttgart, der dann vielleicht ein bisschen frei ist, weil die eher die Stürmer decken. Und wenn der dann mit dieser Waffe kommen kann, dann ist er wirklich jemand, den du einwechseln kannst. Und sagen kannst, ey, Standardsituation, Schusstechnik, teilweise auch irgendwie besondere Ideen. Also er ist ein besonderer Spieler, das haben wir immer gesagt. Mhm. Der hat was. Also das ist kein 0815-Spieler, wie wir auch welche im Kader haben, wo du denkst, das ist ein solider Kicker, den kann man sich verlassen und bla bla. Er ist eher so, man kann ihn nicht ganz kategorisieren, man weiß nicht ganz genau. Ich habe auch das Gefühl, Trainer können ihn nicht ganz kategorisieren. Als er kam, hieß es, der ist auf den Außen, der musste sich mit Arjen Robben messen. Dann hieß es, ja, wir sehen ihn auf der 10, dann wurde er zurückgezogen auf die 8. Also Lucien Favre würde irgendwie rumdrucksen und sagen, der ist polyvalent, das ist was man ihm zugutehalten kann. Der hat einen guten Schuss. Mhm. Aber jetzt irgendwie Diskussion anzufangen, ob er in die Startelf gehört, die würde ich für mich. Mhm. Und ich bin großer Demokrat. Ich akzeptiere und liebe die Fußball 2000 Community. Ja. Für mich ist er trotzdem kein Startelf-Kandidat. Mhm. Für mich ist er einfach, wie du es gesagt hast, Marvin, 13., 14. Mann. Dafür ist er aber auch geil. Dafür ist er aber auch geil, weil er eben dieses Besondere hat. Und du weißt, okay, wir brauchen irgendwas Neues in dem Spiel. Und ich würde ihm bei dem Spiel, ehrlich gesagt, nicht die Kritik anhaften, die ihr ihm gerade angehaftet habt, von wegen der Rest war nicht gut, weil was soll der machen? Also der ist in ein Konstrukt reingekommen, was an dem Tag Probleme hatte, mit einem vogelwilden VfB irgendwie zurechtzukommen, wo man auf das Niveau runtergezogen wurde, wie schon in den letzten Wochen. Und ich weiß nicht, ob er da jetzt eine Ausnahme war, sondern er hat sich einfach nahtlos eingefügt. Es ist nicht, dass er irgendwie abgefallen wäre, deswegen... Das kann er ja gar nicht nach zwei Toren. Ja, kannst du ja nicht negativ abfallen. Also für mich ist er absolut Man of the Match gewesen. Ja, also, auch wenn es am Anfang, das habe ich heute Morgen schon in den Highlights gesagt, eigentlich fängt der denkbar schlecht an, dieses Spiel. Der wird eingewechselt, hat eine riesen Szene auf der rechten Seite und muss eigentlich in die Mitte spielen. So, da steht jemand in der Mitte, spielt den Ball rein, zack, Tor und hat dann direkt, ich habe es auch schon gesagt, ich habe mich so aufgeregt, dass er nicht abgespielt hat. Und dann hat er mir quasi mit diesem Traumtor die Fresse gestopft. Das ist doch gut, aber wie gesagt, er kann ja, ich meine, wir wollen es ja nur versuchen, rational aufzudröseln, denn viele sagen jetzt, er muss in die Startelf. Und da geht es halt auch so ein bisschen darum, dass wir so das Für und Wider ein bisschen beleuchten. Deswegen ist doch ganz klar, dass er ein herausragendes, trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat. Für die Eintracht war der Matchwinner ganz klar. Trotzdem will ich das auch so ein bisschen versuchen zu rationalisieren, damit ich euch an die Hand geben kann, macht das jetzt Sinn? Ist es jetzt Aktionismus, genau selbiges zu fordern? Darum geht es mir im Grunde nur. Ne? Deswegen war es gut, dass wir es mal beleuchtet haben. Stopp, Leute, was soll das? Ihr habt immer noch nicht geliked. Lass mal ein Like da, sofort, auf der Stelle. Marvin und Patricia. Ich habe Marvin und Patricia geschickt, damit ich es euch locker sagen. Wenn ihr jetzt nicht liked, werde ich richtig sauer. Nicht mehr warten, jetzt hier unten auf Like drücken. Drückt den Like-Button für Fußball 2000. Das ist wirklich keine große Arbeit. Über einen anderen Spieler, Herr Stefan, müssen wir auch sprechen. Denn Lenz ist wieder zurückgekehrt in die Mannschaft und muss sagen, auf der linken Seite war er wesentlich besser, meine persönliche Meinung, als ich befürchtet habe, um es mal so zu sagen. Weil du denkst ja immer, scheiße, ja, Kostic ist weg, jetzt wird es schwierig. Aber Lenz hat auch mit dafür gesorgt, dass es halt zu diesem Sieg kam. Viele Ecken geschossen, gute Ecken geschossen, auch eine, die zum Tor geführt hat. Was ist deine Meinung zu Lenz? Ja, das, was Basti gerade gesagt hat, ne, ein solider Bundesligaspieler, den man halt reinwerfen kann. So, ne? Also ist kein Kostic, das ist auch klar. Fehlt schon offensiv natürlich einiges, aber die Standards fand ich geil. Und ist ein bisschen besser Erik Durm, habe ich so das Gefühl. Und das meine ich absolut positiv. Muss man mal sacken lassen. Ne? Das meine ich absolut positiv. Verlässlicher Typ, so Linksverteidiger Nummer 2, alles in Ordnung. Alles klar, ja. Ja, aber ganz kurz, so wirkliche Euphorie ich kommt bei uns bei den Matchwinnern trotzdem nicht auf. Also wir lassen uns dann nicht, wie du es gesagt hast, Marvin, irgendwie in so eine Emotionalität reinsaugen, weil ich würde das 1:1 unterschreiben. Mhm. Ist ein guter Typ, glaube ich. Hat man auch direkt gehört, als die Union-Fans sich zu einem Wechsel geäußert haben. Damals haben gesagt, ich bin ein absolut feinen Typen, absolut geil. Es ist trotzdem, und das ist gar nicht seine Schuld, es ist trotzdem genau dieselbe Diskussion wie auf der rechten Seite. Das ist halt ein Linksverteidiger. So, das ist für mich, ist Lenz auch kein Schienenspieler. Meiner Meinung nach, weiß nicht genau, ob die Eintracht das irgendwann leaken wird und zugeben wird, die haben den Safe gekauft, weil die dachten, dass sie öfter Viererkette spielen. So, und dann hast du rechts Touré, links Lenz. Und dann hast du zwei gelernte Außenverteidiger. Dann hast du gemerkt, ohne Papa Hase oder ohne dieses zentrale Ding funktioniert es nicht so. Jetzt hast du trotzdem die Spieler. Und trotzdem finde ich, dass das ein Problem der Eintracht ist, dass wenn Kostic ausfällt, du mit Lenz, Chandler und drei Innenverteidigern spielt und in dem Fall sogar noch drei Sechsern,
dass du dich deiner Stärke beraubst in der Offensive, weil, und das war teilweise wirklich grotesk, und das ist nicht, hört sich jetzt vielleicht übertrieben kritisch an, aber teilweise hast du das Gefühl, dass der Kameramann schneller war als die Außenverteidiger, dass du das Gefühl hattest, so, 21, 22, 23, wann kommt denn jetzt hier auf der linken Seite mal jemand angelaufen, um irgendwie Druck auf die Situation zu bringen? Und das ist keine Kritik an Lenz, das ist eine Kritik an der Statik, die Eintracht hat, wenn die mit zwei Außenverteidigern und drei Innenverteidigern spielt. Das hast du gesehen und er ist halt das Symptom. Nichtsdestotrotz, abschließend würde ich auch unterschreiben, das ist ein Spieler, wenn der eingewechselt wird oder wenn er jemanden ersetzt, und das ist ersetzt mit Ausrufezeichen, dann ist es ein Spiel, wo ich keine Bauchschmerzen habe. Wenn du mir jetzt aber sagst, Marvin, das ist jetzt der Linksverteidiger der Zukunft bei uns, dann würde ich denken, weiß nicht, da würde ich zumindest gerne noch eine frische Alternative dann haben. Ja, aber genau das ist es ja. Ich glaube, darum geht es ja im Endeffekt gar nicht. Er hat jetzt Kostic ersetzt und ich finde, das hat er gut gemacht. Wir haben über die Ecken gesprochen. Wir waren endlich mal auch mal was Positives. Wir müssen auch mal, ne, es klingt jetzt so, als hätte das Spiel gar nicht gewonnen. So, aber am Ende ist es ja geil. Wir haben 3-2 gewonnen. Wir waren nicht der trottelige Kellner. Wir haben jemanden nicht aufgebaut, der da unten liegt. Wir haben trotz der Tatsache, dass wir auch nicht optimal gespielt haben, trotz der Tatsache, dass wir selber extrem viele Fehlpässe hatten, das muss man auch mal sagen. Ne? Also ganz grundsätzlich hat die Eintracht 116 Fehlpässe geschlagen. Und das haben wir auch gemerkt. Ne? Passquote von 71%. Du hast echt gesehen, dass sie sich ein bisschen haben anstecken lassen von den Stuttgartern, die vogelwildesten, absurden Mist gespielt haben. Das ist nicht böse gemeint, liebe Stuttgarter, das tut mir vollkommen leid. Aber wenn ich da sehe, was Mavropanos da macht, also den eigenen Torhüter da prüft, dass im Endeffekt der Torhüter dann mit seinem Kopfball dann retten muss. Ja? Also das war für mich Slapstick galore. Und da muss ich sagen, holy guacamole, also da läuft halt gerade echt nicht. Ja, bei denen brennt echt der Baum. Ich hab dir die Atmosphäre so ein bisschen mitbekommen da, da waren ja irgendwie 10.000 Leute oder so, glaube ich, und der war ja von Anfang an dieses, weißt du, diese nervöse Wut, ja, über auch jede billige Schiedsrichterentscheidung direkt irgendwie Schieber und so, denen geht so richtig der Stift, das ist wirklich traurig, ey. Ich hoffe, die bleiben drin, das kann nicht sein, dass die am Ende gehen die runter und dann kommt irgendwie Heidenheim hoch oder so und dann kannst du dir Bundesliga gar nicht mehr anschauen. Niemand will das. Also Grüße an dieser Stelle nach Stuttgart. Wir wollen auf jeden Fall, dass ihr drin bleibt und dass wir nächstes Jahr wieder 3-2 gegen euch gewinnen in Stuttgart. Sehr gerne. Aber auf jeden Fall wollen wir, dass ihr drin bleiben. Aber Patricia, was ist dir denn noch aufgefallen bei dem Spiel der Eintracht? Gerade defensiv muss man ja schon sagen, jetzt kommt wieder der kritische Marvin, aber man muss schon sagen, dass defensiv, wir haben es denen tatsächlich zu leicht gemacht mit den Gegentoren, ne? Ja, stimmt. Also das ist ja auch in den letzten Spielen immer so gewesen. Also aktuell, irgendwas passt nicht so ganz. Irgendwas, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, weil man eigentlich ja nominell eine gute Abwehr da drin hat. Du hast einen Dika, du hast Hasebe, du hast Hinteregger, du hast Tuta. Also du hast an Innenverteidigern eigentlich alles, was du dir wünschst. Das ist sehr, sehr gut. Trotzdem passiert es immer mal wieder, dass einer irgendwie nicht da steht, wo er soll oder auf den Außen vielleicht jemand zu einfach durchkommt und dann ist da hinten irgendwie die Zuordnung stimmt dann einfach nicht mehr. Und dann fallen halt Tore, wo man sich manchmal denkt, okay, warum ist dieses Tor gefallen? Das ist eigentlich so einfach zu verhindern, aber es klappt einfach nicht. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht könnt ihr mich aufklären, vielleicht habt ihr eine Ahnung. Aber ja, finde ich ja schwierig, vor allem jetzt mit der Verletzung von Hasebe mache ich mir irgendwie noch mehr Sorgen darum, weil eben eine Option, die trotzdem irgendwo Stabilität bringt, aber auch Spielaufbau und so weiter und so fort mitbringt, erstmal jetzt längere Zeit ausfällt. Und ja, da hast du ja weniger Optionen jetzt. Vor allem dein hier geliebtes Libero-System ist Hasebe, fällt dann erstmal raus. Auf jeden Fall. Und der fällt mehrere Wochen aus. Grüße an dieser Stelle unseren Captain. Hasebe, gute Besserung. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr ihm auch gute Besserung wünschen würdet. Wir sagen ihm, dass er dann unten in die Kommentare gucken soll. Aber du hast Hasebe angesprochen. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Denn auch muss ich sagen, wenn ich auch da ein bisschen kritisch bin, hat er kein gutes Spiel gemacht. Hat nur einen Zweikampf in diesem gesamten Spiel gewonnen. Hat eine auch relativ viele Fehlpässe geschlagen. Auch da habe ich das Gefühl gehabt, dass er natürlich auch mit Kai Leitzic echt einen heftigen Gegner hatte, der noch nicht auf 100% war, aber schon rising ist. Und das war für mich ein bisschen schwierig, aber ich muss halt sagen, wir haben nominell, hast du es ja wunderbar zusammengefasst, eigentlich genügend Leute, aber Stefan, irgendwie ist es defensiv trotzdem so, dass wir die Gegner viel zu leicht einladen und auch gegen Stuttgart zwei Gegentore bekommen. Ja, das darf gegen die natürlich nicht passieren, wobei man auch sagen muss, okay, das Ding bei der Ecke, das kann mal passieren, dass der da so durchrutscht und so. Das andere fand ich ein bisschen
ärgerlicher, weil da hast du das Gefühl, da sind zwei, drei einfache Pässe, weißt du, so ein bisschen wie Eckchen spielen und plötzlich kann der Sosa da flanken. Das darf nicht passieren. Beim Glasner ist es so, dass der, das sagt er auch ganz oft in irgendwelchen Interviews, dass es viel um so Absicherungen geht, ne? Also wer quasi wem den Rücken frei hält und so. Ich weiß nicht ganz genau, was er damit meint in der Praxis. Also, ja, keine Ahnung, was rein. Klang aber ganz gut, was der da macht Sinn hier. Das klang ganz gut und vielleicht ist das halt ein bisschen was, was ein bisschen dauert, weißt du, in der Praxis das halt umzusetzen. Keine Ahnung. Also nominell mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Ich finde auch, dass Tuta zum Beispiel einen riesen Schritt gemacht Wahnsinn, hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Hätte und niemand ganz im Ernst, auch Evan Dicker ist wirklich einfach so ein absolut geiler Innenverteidiger geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist Wahnsinn. Ja, und dann hast du eigentlich mit Hasebe, gut, der ist raus und so, aber Hinteregger auch, wenn der sich mal ein bisschen fängt und seine Leistung wieder abruft, hast du eigentlich eine super solide Abwehr. Denke, dass das jetzt kein grundlegendes Problem ist, sondern vielleicht so ein kleiner temporärer Wackler oder so. Das wird sich schon fügen. Was hier? Ich bleib dabei auch. Ich will in diese Defensive gar keine Probleme reinreden. Weil gegen Bielefeld war es so, zwei Chancen, zwei Tore. So, das ist halt einfach blöd. Du hast immer wieder, das kennen wir auch, wenn Kostic zum Beispiel spielt, dass gewisse Lücken dann da entstehen. Das musst du, glaube ich, in Kauf nehmen, weil du halt auch ein Gain auf der anderen Seite dann hast. Meine Analyse ist ähnlich wie ganz zu Beginn der Saison, Marvin. Da sind wir beide uns auch mal nicht einig gewesen. Erinnere dich dran, als ich zu dir gesagt habe, meiner Meinung nach liegt es nicht an der Defensive. Meiner Meinung nach liegt es an der Offensive. Ja. Weil das Anlaufen fängt dort an und wenn du offensiv den Gegner nicht so lange beschäftigst oder auch vielleicht dann auch immer auf hektische Weise, weil die Eintracht macht ja ziemlich schnell, also die Eintracht Ball gewinnt, pam, 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 schnelle Spieler, zack, zack. Das sorgt automatisch dafür, dass du in der Defensive öfter halt unter Druck gerätst und das haben wir jetzt gesehen, Mannschaften wie Augsburg und Stuttgart, so wie viele Chancen die gegen uns gekommen sind. Das ist dann halt leider irgendwann Stochastik, dass dann irgendwann eine Murmel reinfällt, weil du halt, wenn im Offensivspiel die nicht wegmoderieren kannst, du hast nicht lange Ballstaffetten, du hast nicht unfassbar viel Ballbesitz, du hast nicht die Fähigkeit, das Spiel zu beruhigen, weil dein Spiel halt so ein bisschen auch auf Schnelligkeit und Chaos ausgerichtet ist, dann sehen wir dann. Und ich glaube, das ist einfach was, worauf die Defensive sich einstellen muss. Während du vielleicht irgendwie unter Kovac oder unter Hütter so als Verteidiger gedacht hast, weißt du was, wir bleiben hier stehen, und ihr schaltet schnell um und macht ihr da vorne mal so. Und dann wird es schon funktionieren. Mittlerweile ist, glaube ich, dieser Gesamtverbund Mannschaft so eng verwoben, dass es halt einfach, wenn irgendwo eine Lücke ist, und sei es im defensiven Mittelfeld und irgendeine Abstimmung nicht passt, dann gerät es halt ins Wackeln. Plus einfach zu gut. Einfach zu gut. Nein, ich glaube, die Eintracht ist auf dem Weg, der, wenn sie den Weg weitergeht, irgendwann wirklich eine Mannschaft ist, die einfach dann dadurch ein Instrumentarium hat, um endlich, tiefstehende Gegner zu bespielen. Das ist das alles, was wir wollten, weil egal wie schlecht die Eintracht ist, die schafft es immer wieder, sich trotzdem durch die Mitte durchzukombinieren. Das ist eine Entwicklung. Ich glaube einfach, dieser Gesamtverbund Mannschaft muss sich entwickeln. Und abschließend, sorry Marvin, gar keine Angst habe ich. Gar keine Angst. Hier, Katar, kannst schon hinter die Ami-Logo und den Sound einspielen. Der wird, wenn der jetzt da reinkommt und weiß, er wird gebraucht und hat nicht mehr diese Angst zu denken, oh, weil fliege ich jetzt raus. Ich glaube, dass ihm das gut tun wird in dem Sinne. Er ist jetzt der zentrale Innenverteidiger, es wird es für die nächsten Wochen sein und er wird auch dafür sorgen, dass sich das stabilisiert. Das hoffen wir alle, aber ich will genau auf den Punkt nochmal zu sprechen kommen, den du angesprochen hast. Denn es war natürlich so, dass wir uns auch in diesem schwierigen Spiel, in diesem merkwürdigen Spiel, mehr Chancen erarbeitet haben, mehr Chancen durch die Mitte erarbeitet haben. Ich erinnere an diese wunderbare Situation ausgehend von So, ich glaube dann weiter zu Rode, über Chandler. Chandler gibt dann den Ball rein zu Lindström, der macht eigentlich alles richtig und es natürlich steht da auch ein Torhüter, der hält wunderbar, das hat er super gemacht. Da ist aber trotzdem, das war eine perfekte Situation. Und dass wir so eine spielerische Weiterentwicklung in der letzten Zeit jetzt auch sehen, dass wir endlich mal diese Möglichkeiten haben, auch im Vergleich zur Hinrunde, das zeigt uns, dass wir ja trotzdem auf einem guten Weg sind. Ich glaube, darauf kann man aufbauen, muss man wirklich. Ich glaube, die Streuung ist auch gut. Die Streuung ist gut. Du hast, Marvin, du hast gesagt, du hast natürlich noch Flanken, aber die sind jetzt alle flach. So hat man ja gesehen, selbst der Eckball wird flach reingespielt, weil man weiß hier, da ist kein Stürmer. Du hast aber auch die Dinge durch die Mitte und du hast Standardsituationen. Das heißt, du musst dich nicht innerhalb eines Spiels immer aufs Gleiche verlassen. Du siehst nicht mehr zum Denken, okay, der Eintracht fällt nichts ein, Halbfeldflanke Kostic, weil weiter kommen wir nicht. Sondern du hast jetzt mittlerweile ein Repertoire, was größer ist. Und ich glaube einfach, dass man, und Glaser macht's gut, der bewertet die Gegenwart nicht über. So, weißt du, der macht nicht das, was wir machen. Der macht nicht, der sagt nicht, oh, das war das und wie man das halt als Fan so schnell macht. Sondern der sagt ganz ehrlich, soll ich jetzt meinen kompletten Defensivplan umstellen, weil Bielefeld halt mal Glück hat und nach zwei Chancen zwei Tore macht. So, und ich finde es gut, ehrlich gesagt, auch wenn es mich natürlich manchmal beunruhigt. Also ich werde auf jeden Fall jetzt dieses Spiel überbewerten, deswegen komme ich jetzt auch zu meiner nächsten Frage, das ist ganz notwendig. Also es gab viele Leute, die bei uns in der Community geschrieben haben, geil, nur noch 9 Punkte, dann ist Klassenerhalt sicher. Ich muss sagen, mir gefällt diese Art und Weise. Ja, tatsächlich, ich finde es gut, immer erstmal auf die 40 Punkte zu schauen.
Aber ich muss euch jetzt trotzdem fragen, oder frage ich dich, liebe Patricia, ist das jetzt der Breaking Point gewesen, dass man doch ein bisschen nach oben gucken kann? Weil für mich war dieses Spiel schon essentiell, wo ich gesagt habe, okay, wenn du gegen Stuttgart nicht gewinnst, gegen so ein merkwürdiges Stuttgart, dann wird es schon schwierig. Aber jetzt haben wir die 3 Punkte und es ist ja nach oben wirklich wenig. Also hätten wir noch 3 Punkte mehr, dann wären wir jetzt auf Platz 4. Patricia, wie siehst du das? Ja, ich finde, man muss ehrlich gesagt nach oben gucken. Es geht gar nicht darum, was du am Ende erreichen musst. Ich erwarte nicht, dass die Eintracht Champions League erreicht. Ich erwarte nicht mal einen europäischen Platz unbedingt. Wahrscheinlich ist Platz 8 am Ende auch in Ordnung. Aber man muss, finde ich, auch als Mannschaft, wo man weiß, diese Bundesliga ist so eng beieinander aktuell. Da sind so viele Gegner, die du schlagen kannst, die auf deinem Niveau sind, vielleicht sogar Freiburg, das ist halt Union. Das sind alles Mannschaften, an die kannst du ranrücken, die kannst du auch überholen. Und ich finde, da musst du auch nach oben denken. Und dann musst du halt schauen, was ist möglich, was klappt, wie viele Spieler ja bleiben fit, wie viele Spieler ja halten ihr Leistungsniveau. Und dann musst du halt gucken, was geht. Also für mich ist das vollkommen in Ordnung, wenn man da so ein bisschen nach oben schielt, weil das auch aktuell die Situation hergibt, finde ich. Auf jeden Fall. Ich habe hier gerade mal die Tabelle aufgemacht, ganz im Ernst. Ja. Das ist vor uns ist Hoffenheim, Leipzig, Köln, Freiburg, Union. Das sind die Mannschaften bis zum 4. Platz. Ey, das tut mir leid. Und jetzt, meine ich nicht irgendwie respektlos, aber die musst du bis auf Leipzig alle weghauen. Das tut mir leid. Also das ist wirklich, okay. Union jetzt ohne Kruse, die kriegen überhaupt nichts mehr hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Freiburg war auch in der Hinrunde einfach eine ziemliche Luftnummer. Köln hat halt, ja, ist so. Köln hat halt irgendwie einen ganz geilen Trainer und die sind irgendwie engagiert. Das ist schon okay, aber prinzipiell, glaube ich, auf Strecke werden die nicht irgendwie Sechster bleiben. Leipzig ist halt ärgerlich, dass die da jetzt irgendwie im Kommen sind. Und Hoffenheim ist natürlich auch so eine Sache, aber ganz im Ernst, das sind 4 Punkte oder so, oder 3 oder 4 Punkte. Ey, bitte. Also ganz im Ernst. Und wenn du aus den ersten 3 Spielen 2022, wenn du da irgendwie nicht wie viele Punkte? 2 oder einen geholt hättest, sondern 6 oder sowas, absolut möglich gewesen wäre. Wer ist jetzt Dritter oder Vierter? Also und bei der Konkurrenz, das tut mir leid, ey, auf jeden Fall musst du oben angreifen. Ey. Ich merke schon. Keine andere Möglichkeit. Stefan Reich hat die Bundesliga schnell. Wenn du in der Saison Zehnter wirst, dann bist du selber schuld. Das tut mir wirklich leid. Ja, okay. Also ihr seht, markiges Statement. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Basti hat ein bisschen andere Meinung, sehe ich gerade. Ja, also ich sehe ganz klar. Leipzig hast du gesagt. Für mich sind mit Leipzig, Leverkusen, Dortmund und Bayern die ersten 4 Plätze belegt. Ja, dann die ersten 4. Das sind auch. Die sind wirklich so. Und dann, ehrlich gesagt, für mich der Favorit auf dem 5. Platz ist Hoffenheim. Die haben einen deutlich besseren Kader als die Eintracht. Und das sehen wir immer. Das ist, was Patricia gesagt hat. Es wird jetzt darauf ankommen, ob nicht mehr viele ausfällt. Die Eintracht hat eine geile erste Elf. Mhm. Die Eintracht hat vielleicht einen geilen 12. und 13. Hoffenheim schön vor 4000 Fans dagegen Molde, BK oder so. Ey. Klar, aber wenn ich sehe, was die für Möglichkeiten in der Offensive haben, falls mal irgendeiner nicht funktioniert, Kramare, Chuchuta, okay, pass auf. David wir Raum. Also die haben, nein, das ist im Endeffekt schlägt das bei Hoffenheim auch nur nie so krass durch, weil die genau das nicht haben, was du eben gesagt hast. Marvin, ich glaube, wir hatten ein ähnliches Gespräch. Wenn Rütter bei der Eintracht spielen würde, dann wäre das ein absoluter Star, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall, klar. Und da ist er halt einfach, ja, auf einmal hat wieder so ein gutes Spiel geholt. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung, wie der Vorname ist. Den siehst du zweimal im Jahr und dann schießt er irgendwie ein Tor. Wenn er bei der Eintracht wäre, würden wir hier ausrasten. Ich hätte hier schon Tattoo auf der Stirn. Das ist halt der Vorteil, den Verein wie Eintracht Frankfurt hat. Dass du halt trotzdem zu dieser spielerischen Klasse noch dieses emotionale Umfeld hast, haben wir jetzt aber nicht. Und das ist, glaube ich, so. Ich glaube, Hoffenheim hat leider einen besseren Kader, weil die halt mehr Tiefe haben. Ja, die also werden trotzdem erst nicht. Die Tiefe von Hoffenheim ist meiner Meinung nach größer als bei uns. Dann hast du mit Freiburg Union, gebe ich dir recht. Also mit denen kannst du dich auf Strecke messen. So, die haben auch genau das Problem, was wir haben. Union hat meiner Meinung nach einen ausgeglichenen Kader. Dafür haben die in der Spitze nicht so geil. Weißt du, also bei denen ist egal, wer spielt. So, dann denken die, du fällst aus, alles klar, du kommst rein. Das haben die so. Bei denen ist das Gefälle nicht so groß wie bei uns. Freiburg ist halt Freiburg. Die schlafen eh irgendwann ein, weil halt Freiburg. So, aber dann redest du dann über den 6. Platz, Leute. Und überlegt mal, das DFB-Pokal-Setting gerade hat schon die Wahrscheinlichkeit in sich, dass eben nicht wie selbstverständlich in den letzten Jahren jetzt der 7. Platz plötzlich von europäischem Wettbewerb reicht. Ja. Das heißt eigentlich nur der 5. Nur der 5. Platz ist Europa League. Und dann fängst du schon beim 6. Platz an, über die Conference League zu sprechen. Und da bin ich mir mittlerweile, wahrscheinlich weil ich auch abgestumpft bin und nirgendwo ins Stadion darf und will, abgestumpft, ob ich das will oder ob ich vielleicht sogar sagen will, dann lieber vielleicht, wie Patricia sagt, 8.
Aber die Europa League gewinnen. Ah, stopp, auf gar keinen Fall. Nein, also Achter werden, und die, Leute, wir machen so, Achter werden Europa League gewinnen. Zack. Ja, okay, also entweder Achter werden Europa League gewinnen, also sowieso den Gewinn der Europa League, den plane ich hier fest ein. Das ist ja jetzt mittlerweile auch der Optimismus-Podcast. Da wäre ich auch schon enttäuscht, ja. Oliver Glasner. Also. Oliver Glasner, da werde ich ja mal Gedanken gemacht haben. Weiter so kann es da nicht geben. Ey. also irgendein Pokal muss jetzt mal wieder her. Stehen wir dann nach dem Halbfinale aus. Ist jetzt wirklich schon 4 Jahre her. Eintracht scheidet im Halbfinale der Elfmeterschießen aus, wir stehen mit Schildern vor der Geschäftsstelle, Glasner. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, auch selbst die Conference League, ich hätte da Bock drauf. Ich bin ja, optimistisch. Marvin, ich ja. habe sportlich jetzt gesprochen. Für uns beide super. Ich buche das jetzt schon. Ich buche jetzt alle Flüge, die es gibt. Das ist mir egal. Aber es geht um dieses Sportliche. Aber ihr habt Spiele angesprochen, die woanders eine tragende Rolle spielen, aber vielleicht nicht ganz so shiny sind, weil sie bei komischen Vereinen sind. Genauso ist es ja auch bei Franks der Fall. Ob ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Der Spieler, der jetzt bei Wolfsburg trifft, wie er will. Und apropos Wolfsburg, da müssen wir auch schon ein bisschen über das nächste Spiel sprechen. 4:1 hat jetzt Wolfsburg gewonnen. Rechtzeitig vor dem Spiel gegen die Eintracht haben sie sich, rehabilitiert gegen Greuther Fürth. Aber ist das vielleicht, Patricia, für uns sogar ein Vorteil, dass sie das Spiel jetzt schon gewonnen haben, dass wir ein bisschen weniger Druck haben? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es schwierig. Ich sehe es erstmal als Vorteil, dass die Eintracht ihr auf der Kippe stehendes Spiel gewonnen hat und dadurch Selbstvertrauen hat. Ich gucke da gerne auf mich selbst, sage ich mal. was Wolfsburg macht, kann mir in dem Sinne egal sein. Klar, es ist jetzt der nächste Gegner. Da ist auch der Baum am Brennen, würde ich sagen. Gegen Fürth hat man jetzt gewonnen. Klar, es stand zwischenzeitlich 1-1 aber auch. Also ich weiß jetzt nicht so recht, wie das zustande kam. Ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich ehrlich gesagt zugeben, auch wenn es natürlich ein Leckerbissen ist. Aber ja, ich kann es dir schwer beantworten. Es sind jetzt beide Mannschaften mit einem Sieg. Beide Mannschaften haben irgendwie so, ach, wir können es ja doch. Wir können es auch gegen irgendwie, Mannschaften, die jetzt nicht so gut dastehen, mal sehen. Ich finde es schwierig aktuell, aber Wolfsburg hat ja bisher nicht besonders überzeugt. Die Eintracht auch nicht, Wolfsburg noch weniger. Oh ja, von daher bin ich offen, was das Spiel angeht. Aber Wolfsburg ist ja nicht der Lieblingstrainer, Lieblingsgegner der Eintracht. Da hast du vollkommen recht. Ich habe da immer, ich will nicht zu viel sagen, weil ich habe immer Angst, ehrlich gesagt. Ich merke es ja, ist kein Problem, das kannst du nachvollziehen. Aber ich will nicht jinxen jetzt gerade. Du hast das Spiel ja gesehen, Basti, also du kannst ja uns exklusive Einblicke geben in diesen Klassiker. Ich bin der Einzige. Kannst uns jetzt natürlich auch sagen. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen oder müssen wir uns keine Sorgen machen? Also erstmal will ich klarstellen, Marvin, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen. Ich habe, als ich gehört habe, dass Jürgen Gotthard 1-1 gemacht hat, gedacht, oh geil. Jetzt könnte es natürlich sein, dass da irgendwie ein bisschen Unruhe reinkommt und ich kann jetzt der zweiten Halbzeit beiwohnen, wie Wolfsburg und Kofeld beerdigt werden. Das war ein reiner Katastrophentourismus, hat dann nicht ganz funktioniert, aber am Ende muss ich sagen, wahrscheinlich war es sogar gut, weil im Endeffekt kommen jetzt diese Kofeld- und Wolfsburg-Vibes zusammen, die jetzt irgendwie sich irgendwie Straßenfeste zu ihren Ehren ausrichten lassen, weil sie Greuther Fürth besiegt haben mit dem Kader. Da kann ich hier nur gratulieren, super. Die haben das zu dem absoluten Endspiel hochgejazzt und gesagt, Greuther Fürth wird der Test und Greuther Fürth wird für uns alle ein Endspiel. Blablabla, wo ich denke, wow, ihr seid ja mutig. Mit dem Kader gegen Greuther Fürth zu gewinnen, das sind eure Ziele aktuell. Wow, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die so ein bisschen denken, jetzt haben wir erstmal gegen Greuther Fürth gewonnen, das war das Endspiel. Ah, wer kommt als nächstes? Die Eintracht, die sind auch ein bisschen nicht so gut, vielleicht können wir da was machen. Setz mir 8 Millionen Kaugummis in mein hässliches Maul und wir gewinnen jetzt bei der Eintracht. Nee, Florian, will ich nicht, hab aber natürlich die ähnliche Angst wie Patricia, dass die hier einfach mit Suff, und wenn ich bleib dabei, wenn Wolfsburg hier gewinnt, dann nur mit Suff, weil was die aus diesem Kader machen, wenn ich eben über Hoffenheim gesprochen habe, die haben einen guten Kader, dann hat Wolfsburg noch einen viel besseren Kader. Die sich ekelhaft bullymäßig zusammenkaufen, kommen hierher. Wenn, dann haben die Suff, wenn die herkommen. Weil eigentlich hat Patricia recht. Die haben auch gegen Fürth richtig scheiße gespielt. Fürth hatte Passagen im Spiel, wo die klar besser waren. Und das ist Greuther Fürth bei diesem hochgejazzten Endspiel. Das heißt, ich sage mal, wenn die Eintracht einigermaßen, und da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, ob Kostic wieder da ist oder nicht, die PS auf die Straße kriegt, und das ist ein Satz, der geht mir nicht oft über Lippen, dann ballern wir Wolfsburg weg.
So, also, das klingt doch eigentlich ganz gut, aber du hast eben schon richtig gesagt, Stefan, die zwei werden wahrscheinlich wieder zurückkommen, also man kann fest davon ausgehen, dass der mit grippalen Infekt momentan noch außer Gefecht gesetzten Kostic, dass er wieder zurückkommt, wahrscheinlich auch Kamada, das heißt, wir haben da mehr Optionen, Hasebe haben wir schon angesprochen, fällt dann defensiv ein bisschen länger aus, dafür dürfte auf jeden Fall Hinteregger wieder reinrücken, aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Na ja, ich denke auch, also erstmal frage ich mich, wie man sich aktuell einen grippalen Infekt einfangen kann. Das verstehe ich überhaupt nicht. Oder? Und B, ja, gut, dass er das kostet wieder dabei ist, auch Kamada. Sprachste Herr, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe halt immer so latent ein bisschen Schiss vor Max Kruse. Immer, wenn die Eintracht gegen eine Mannschaft spielt, wo Max Kruse am Start ist, denke ich so, ach oh, nee, nicht, wenn der, dass der irgendwie einen guten Tag irgendwie. Aber ist es nicht das perfekte Spiel für einen Hinteregger, dass der sich jetzt auch mal sagt, so Max Kruse, auf dich habe ich gewartet, um jetzt hier wieder reinzukommen, oder? Ist ja, klar, gern. Aber das, ja. Ich erinnere mich, weiß nicht, war das in der Hinrunde, wo Max Kruse für Union noch dieses Traumtor geschossen hat? So, ne? Da war der auch irgendwie, ist eigentlich die ganze Zeit bearbeitet worden, dann ist er trotzdem irgendwie da. Ne? Also vor dem habe ich schon Respekt. Vor allen anderen nicht. Weil die haben wirklich, was die zusammenspielen, Wolfsburg diese Saison mit dem Kader, ist wirklich eine Frechheit. Die haben irgendwie wie viel, 9 Spiele in Folge verloren gehabt oder 8 oder so. Also das ist wirklich eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Auch dieses Experiment mit Florian Kohfeldt, was nach 3, 4, 5 Spielen, wo man schon sah, okay, das wird einfach nichts. So. Können von mir aus gerne absteigen. Niemand wird sie vermissen. Gerne 2 Kostic-Tore, 2-0. Ciao. So, also, wenn das mal nicht gut klingt, wir halten fest. Also, wir sind trotz der Tatsache, dass es ein bisschen wackeliges Spiel war, müssen wir sagen, die Eintracht war nicht der trottelige Kellner. Die Eintracht hat 3-2 endlich mal gewonnen, hat damit dementsprechend auch eine Serie gebrochen beim VfB Stuttgart. Wir sind relativ optimistisch, was dieses Spiel gegen gegen Wolfsburg anbelangt. Und wir sehen, also mit Hinteregger kommt vielleicht genau der richtige Mann zur richtigen Zeit rein, um Kruse die Stirn zu bieten. Ich glaube, damit könnte es nicht besser laufen. Ciao, ciao. Ja, meine lieben Freunde, das war eine wilde Folge zu einem wilden Spiel. Und dieses wilde Spiel könnt ihr euch von Marvin und mir hier kommentiert nochmal anschauen. Betreutes Feiern für die Fußball 2000 Community für Aydin Rustic. Alleine für dieses 2-1. Leute, klickt euch hier rein. Marvin und ich sind auch latent ausgerastet. Selbst beim 700. Mal angucken.